Helge Morgenstern ist da zum Thema Digitalisierung und wir haben gesagt, Zeitersparnis. In drei Sätzen erklärt Helge, was ist RapGuide? Unsere Kunden suchen einfach immer wieder nach Informationen jeden Tag. Ja? Und das suchst du dann in solchen dicken Werkstatthandbüchern hier. Anzugswerte, Füllmengen, mal Einstellwerte, einen Schaltplan, Wartungsplan, solche Sachen. Ja? Und das machst du halt. Da braucht es immer einen solchen Ordner. Exakt sowas. Ja? Verstehe. Und da hast du dann einen Schrank voll. Und wenn du Glück hast, steht es da drin. Wenn nicht, dann hängst du am Telefon, telefonierst hinterher. Das machst du heute nicht mehr so. Deswegen haben wir RapGuide gebaut. Heute machst du das hier am Rechner oder hier direkt am Handy, immer mit dabei. Für über 6000 Traktoren der gängigsten Marken haben wir das jetzt in RapGuide drin. Und wie das beim Kunden ankommt und wie er damit umgeht, das schauen wir uns kurz an. Wir sind ein Betrieb mit 10 Mitarbeitern. Wir nutzen RapGuide halt überwiegend, um Anzugswerte, Füllmengen, Ölsorten für die einzelnen Schlepper rauszusuchen. Granit hat uns das RapGuide angeboten und dann haben wir uns mal einen Zugang freischalten lassen und haben einfach mal gestöbert. Einfach mal so die gängigsten mal geschaut und gesagt, das ist was für uns, das geht deutlich schneller damit. Dann haben wir einmal über den Preis geschaut, haben festgestellt, das ist gar nicht viel. Das ist nur, als würden wir uns jeden Tag eine normale Zeitung holen und das lohnt sich dann auf jeden Fall für den Nutzen, den man dann unterm Strich hat. So viel wie ein Zeitungsabo. Das wissen wir schon, aber wie RapGuide funktioniert, wissen wir noch nicht. Das ist relativ simpel. Du loggst dich ein, hast es immer im Browser verfügbar. Mhm. Und dann suchst du nach dem Fahrzeug hier im Maschinenfinder, hast ihn in ein paar Sekunden gefunden. Und wenn du dann im Fahrzeug drin bist, hast du eine Schnellsuche und bist ratzfatz beim Ventilspiel, beim Anzugswert für den Zylinderkopf, all solche Sachen. Kannst rüberwechseln, den Wartungsplan. Ratzfatz gefunden und dann bist du in wenigen Sekunden bei der Information, die du gerade suchst. Finde ich da auch noch so ganz banale Dinge wie Motorölmenge oder total. Welches Motoröl ich total benutzen muss. Absolut, das gehört absolut dazu. Das alles ist dabei. Genau, mit dabei. Gab es das vorher nicht? Gibt es sowas überhaupt? Seid ihr damit einmalig in der Agrarszene? Also im PKW gibt es das, da ist das Standard, ja, da hat das fast jede Werkstatt, so ein System und da ist das wirklich total normal, aber im Agrarbereich eben noch überhaupt nicht. Da ist es auch ein bisschen komplexer. Ne? Ältere Fahrzeuge, mehr Vielfalt, das macht es auch komplizierter, das zu bauen. Aber es wird ja genauso gebraucht. Und die Zeitersparnis ist im Prinzip das Ding bei der ganzen Geschichte. Ne? Das ist genau der Punkt. Ne? Du telefonierst nicht mehr, du blätterst nicht mehr in alten Ordnern rum, du suchst nicht mehr irgendwie, welche Datei hat das, sondern du hast die ganzen Informationen online immer verfügbar auf allen Endgeräten und kannst eben ratzfatz die Informationen nachschlagen, kann jeder in der Werkstatt machen. Ah, alles klar. Gut, das ist nicht schlecht. RapGuide. Mal gucken, wo da die Reise noch hingeht, was? Da sind wir auch sehr gespannt, ja. Da bin ich aber auch gespannt. Viel Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem diese ganzen Daten einmal reinzuschreiben. Aber nun, das ist ja nun mal nicht mein Job. Weißt du, deswegen bin ich Moderator geworden. So.